down. I will not give you up. Gotta have some faith in the sound. It's the one good thing that I've got. I won't let you down, so please don't give me up. 'Cause I would really, really love to stick around. Hey! Heaven knows I was just a young boy. Gelaufen, Nico? Wirklich, ich muss sagen, das war sogar von all den Proben, die wir hatten und von all den Rehearsals, die wir hinter den Bühnen hatten, war das die beste Performance und das, was zählt. Sehr gutes Timing, würde ich sagen. Sehr gutes Timing, ja. Guck mal, ihr seht auch glücklich aus, ihr beiden. Ja, ja, erstmal Komplimenten, Freshman, neue Superstar, super Job, coole Stage Moves, super Singen. So genau, mit so viel Gefühl, wäre eine schwere Entscheidung. Aber vielen Dank für die Performance. War viel Spaß. Stimmst du Samo dazu, Ray? Absolut. Ich war Kimi-Fan total, weil du einfach das Fest an der Wand hast. Aber du hast es dir nicht nehmen lassen. Simon ist da reingekommen mit Ansage, Ansage, Ansage. Ich fand, Entwicklungen habe ich auf jeden Fall bei Simon gesehen. Und ich finde das natürlich immer für mich der große Gewinn, wenn jemand hier kommt und dann auf einmal so diese Entwicklung macht. Und ich muss es nicht entscheiden. Ich treffe jetzt keine Entscheidung, aber ich sage vielen Dank auch für diese Performance. Super. Es war so ein toller Moment und es hat Spaß gemacht. Und ihr habt so eine super Zweistimmigkeit. Also das fand ich wirklich genial, wie tight ihr zweistimmig gesungen habt. Und wir haben ja damals für Kimia gestimmt. Du bist auch wirklich eine tolle Sängerin, aber ich wäre jetzt bei der Selbstverständlichkeit von Simon tatsächlich auch mehr bei Simon. Aber wir dürfen ja bei einem Doppelstuhl auch durchaus vielseitige Meinungen haben. Und ich finde es einfach immer wieder beeindruckend, wenn eine Frau so Power geben kann und so steady ist. Und deswegen finde ich es geil. Ich bin einfach bei dir. Ihr seid wirklich auf einem sehr ähnlichen Niveau, das muss man wirklich, wirklich sagen. Mir geht's halt ein bisschen bei den Moves von Simon, geht's mir ein bisschen so wie mit der Musik von Nico Santos. Es ist so ein großer, wirklich großer Teil von mir
will das scheiße finden, aber ich finde es irgendwie geil. Okay, dann kommen wir jetzt zu dir, Nico. Ich stimme zu ganz, ganz vielen Sachen, was die Coaches gesagt haben, zu. Also wirklich, jede Harmonie hat perfekt gepasst. Und das war echt super, super stimmig und dafür danke ich euch sehr. Ray hat eine Sache richtig gesagt, dass Simon die beste Entwicklung gehabt hat. Und das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, Simon hat so von den Blinds, sag ich mal, echt jetzt so sein Ding auch gefunden. Bei Kimia war das jetzt gerade so die erste, wo sie komplett safe war. Und das war richtig cool. Ich habe mich wirklich gefreut und du hast wirklich geil geactet. Man hat dir jedes Wort abgekauft. Ihr beide wart einfach komplett da. Jede Adlib war perfekt, jede Note war perfekt. Also da gibt es nichts, was man bemängeln könnte. Und ja, ich bin mega happy. Wir wollen jetzt von dir wissen, wer schafft es in die Sing-Offs, Simon oder Kimia? Ich entscheide mich ja nicht gegen jemanden, sondern für jemanden, ja? Ich gehe mit dem, wo ich gesehen habe, okay, ey, da gibt es diese Visionen, die man in den Sing-Offs machen könnte und ich bin mir auch sicher, dass, weil er für mich in meinen Augen am meisten dafür gearbeitet hat, gehe ich mit Simon. Simon Paterno ist der Sieger des Battles. Herzlichen Glückwunsch. Simon, jetzt will ich aber gerade von dir eine Siegespose sehen. Eine richtige. Jetzt Achtung. So, herzlichen Glückwunsch. Lass dich ordentlich feiern. Simon Paterno.